Ich bin Neoblade und das ist die Serie Tribute to Bonshwa für die Rasse Zerg. Das ist das letzte Video, vorerst, denn wir sind ja in Schritt 5 und wir müssen auf die nächsten Videos von Honor warten. Der will auch noch eine Advanced-Serie machen, aber ich finde den Anfang hier ganz gut, also bis auf die Tatsache, dass man halt Drone-Timing etwas zurückstellt, weil man keine dritte Basis nimmt und so weiter. Und ich habe schon wieder gequatscht und den Overlord verpasst. Heißt, wir müssen Extraktor-Trick machen. So. Wir kontrollieren unten die Basis. Habe schon wieder Good Luck Have Fun vergessen. Nächste Basis kopieren, alles kontrollieren, klappt. Genau, bauen wir mal einen 18er Pool, warum auch nicht. Wir bauen noch nicht mal einen 18er Pool, wir bauen einen 19er Pool. Also Build Order. Ja, Build Order ist heute nicht meins. Aber wir nehmen wenigstens das Gas pünktlich, das ist ja schon mal was. Nee. Ist einfach schlecht gespielt. Denk mal zumindest gleich an den. Oh, Drone Scout vergessen. Oh mein Gott, ich habe heute schon zu viel StarCraft gespielt. Gas kontrollieren und dann nochmal. Und wir sollten langsam mal den Overlord bauen. Wir sehen auf der Minimap immer noch keine Gebäude. Dann gehe ich auch davon aus, dass der Protoss nicht mehr cheaten wird. Und wir bauen ein paar Linge. Habe einen Overlord gebaut. Komm, sag mir, dass ich einen Overlord gebaut habe. Okay, anscheinend nicht. Dort bauen wir unser Gas zu früh. Das. Oh, er hat seinen Zealot eingeschlossen, das ist schade. Also hier könnte man jetzt auch wieder einen Speedling online spielen, aber machen wir nicht. So, kontrollieren wir Hidden Bases. Ich muss leider eine Hedge bauen, weil ich so lange Supply blocked war. So, leer bauen. Der kommt schon wieder fast eine Minute zu spät. Das ist echt bitter mit mir. So. Watchtower. Watchtower. Injecten, injecten, injecten. Das wird unsere Creep Queen. Mal gucken, ob wir den Creep dieses Mal besser hinkriegen. Und leer. Zweites Gas ist gemacht. Habe ich den Rotschwarm gebaut? Nö, natürlich nicht. Warum auch? Nehmen wir jetzt alle vier Gas. Und noch ein paar Linge. Stellen wir hier vorne an die Front und scouten auch seine mögliche
schon wieder. Mein Gott, ich spiele. Also ich spiele richtig schlecht. Ich entschuldige mich dafür. Leider trotzdem das letzte Spiel in der Serie. Roach Speed vergessen. Wenigstens können wir einigermaßen unser Geld runterbringen. So, schauen wir mal, dass wir hier alles abdecken. So. So, weiter geht's. Okay, da bin ich mit dem Overlord zu spät gekommen. Aber die greifen wir jetzt mal an. Overlords haben wir gebaut. Ich baue ein paar Drohnen hier für, beziehungsweise meine Injects sind kacke. Da er Immortals baut, bauen wir ein bisschen mehr Hydras. So. Dann fahren wir jetzt hier welche runter. So, wir können wieder Roaches gebrauchen. Injecten, injecten, injecten. Können wieder eine Runde Overlords gebrauchen. So. Wir können wieder das nächste Upgrade gebrauchen. Wir können unsere nächste Basis gebrauchen. Gehen wir mit unserer Creep Queen wieder nach vorne. Schauen wir mal hier. Du bleibst hier, dass sie mal wegrennen möchte. Verstehe ich nicht. So. Also, wir bauen wieder ein paar Hydras. Wir gucken wieder nach, ob hier was gebaut wird. Er will jetzt da expandieren. So, wie sieht's mit unserer Natural aus? Zellets, dann gehen wir da mal hin. Wir reduzieren immer unser Geld auf null, das ist schön. Okay. Wir könnten jetzt Corruptor bauen, müssen wir aber nicht. Weil wir machen jetzt erstmal ein paar Changelinge. Mal gucken, ob die lebend ankommt. Glaube ich nicht.
Dass ich immer die Waypoints vergesse, das geht mir total auf den Senkel. Ja, Protoss. Protoss, Protoss, Protoss. Wir warten auf Max. Wir müssen unsere nächste Basis nehmen. Wo machen wir das denn mal? Hier machen wir das mal. Und wir müssen hier 8 Arbeiter transferieren. Nehmen wir 9, auch nicht schlimm. Wir müssen langsam, muss ich zugeben, allerdings auch mal zusätzliche Drohnen bauen. Wir bauen hier eine Makro-Hatch. Wie sieht das denn aus? Haben wir genug Zeugs? Nein, noch nicht. Holen wir uns die nächste Drohne. Ah, nice. Headbang-Move. Nachproduzieren im Kampf. Headbang-Move. Nachproduzieren im Kampf. Injecten, injecten, injecten. Creep spread, creep spread, creep spread. Und Spiel gewonnen. War ein würdiges Spiel. Creep spread war scheiße. Der muss bei so einem Spiel quasi bei ihm ankommen auf der anderen Seite. Aber ich denke, meine Injects waren okay. Ich hatte zumindest, konnte immer wieder mein Geld auf 0 reduzieren. Das sollte sich auch im SQ niederschlagen. Also mit den Lingen und der Queen finde ich die Build-Order gar nicht so schlecht. Man kann allerdings nicht sagen, dass ich die Bonschwa-Build-Order wirklich spiele. aber gut. Ich spiele zumindest Roach Hydra und ich spiele den Lair und den Roach-Speed so, wie sie es wollen. Hoffe ich. 114. Doch, zum Abschluss nochmal. Schön gemacht. Ich habe seine dritte Basis denied. Das ist generell mein Gameplan. Also bis Dia 3 einfach immer die dritte Basis denied. Wenn der Gegner die keine dritte Basis bekommt, hat er irgendwann keine Kohle mehr. Wie gesagt, was müsst ihr in der Replay-Analyse beachten? Gehen wir nochmal ganz schnell durch. In der Replay-Analyse schaut ihr einfach, dass ihr eure Larven verbaut. Wenn ihr Larven habt, ist das schlecht. So einfach ist das. Euer Larvenwert muss immer 0 sein. Gucken, was der Gegner erstmal spielt. Das würde mich interessieren. Timings und Benchmarks sind bei mir, wie gesagt, eine Katastrophe. Ich glaube, ich habe den Lair nicht ein einziges Mal vor der dritten Minute gebaut. Build Order gefällt mir. Hat leider sein Zealot eingeschlossen. Bisschen schade für ihn. Hätte ich, also die Spawncrawler habe ich auch immer vergessen. Das ist halt richtig schlecht, weil jedes Oracle hätte mich also komplett getötet. Oder ich hätte meine Queens verloren und oder Drohnen. Aber er hält sein Geld auch gut unten. Gut, also wir schauen jetzt nur uns an. Wir haben Larven und wir haben Geld, verbauen es aber nicht. Wir haben Larven, aber Geld und verbauen es nicht.
Wir haben die Watchtower genommen, wir haben unsere Overlords verteilt. Aber das Larvenmanagement ist ein Riesenproblem, war es aber schon immer bei mir. Supply Management ist auch nicht so schön. Unser Overlord hat sehr gut gescoutet, dass da sein Nexus ist. Wir haben mehr Army Value als er, das bedeutet, wir können seinen Nexus rausnehmen. Genau das ist unser Plan, dritten Nexus verhindern. So, und, aber wie gesagt, die Larven sehen wir halt immer. Wir haben Geld, wir haben Larven, aber wir bauen nichts. Wir sollen eigentlich auch eine zweite Evo-Chamber bauen, richtig? Bin gar nicht sicher. Nö, davon steht hier nichts. Gut. Also wie gesagt, so auf ungefähr 50 Drohnen zu sein, ist für die Build-Order völlig in Ordnung. Und dann immer eine Basis bauen, so dass ihr halt heuschreckenartig durch die Gegend wandern könnt. Aber... Also man sieht halt schlicht und ergreifend, ich kann den Cursor jetzt auch mal wegtun, ich habe quasi andauernd Larven und andauernd Geld. Und das würde einem Mamba schlicht und ergreifend nicht passieren, der würde seine Larven immer wieder verbauen. Ne, so wie jetzt auch, jetzt bleibe ich endlich mal unter 300 Mineralien für eine kurze Zeit. Ich bin doch jetzt unter 300 Mineralien, aber nein, ich verbaue meine Larven nicht. Creep Spread ist halt auch nicht vorhanden. So, jetzt blocke ich seine Expansions. Muss jetzt, weil ich schlechten Egg-Hotkey-Drill hatte, F2-Taste nutzen und dann Steuerung-Klick. Das ist in Ordnung. Könnt ihr ein Video euch angucken in meinem Channel. So, Saturationskontrolle sollte jetzt sagen, okay, lieber Neoblade, zieh bitte ein paar Drohnen an die vierte Basis. So, jetzt sehe ich, okay, er hat keine Upgrades. Also, beziehungsweise... Deutlich weniger Upgrades, also er hat auch genauso viele Upgrades wie ich, aber deutlich weniger Army Value, das wollte ich sagen. Jetzt brauche ich noch ein paar Drohnen, damit ich halt Gas bauen kann. Aber vorher wird das Spiel vorbei sein, weil wir mit 200 Supply angreifen. So. Creep Spread hätte man machen können, er kommt hier wenigstens raus, Headbang Move. Und ja, das war es. Das war es, das war es, das war es. Also Creepspread hätte ich mir gewünscht, dass der wenigstens hier wäre oder hier oben so auf der Rampe. Das wäre schon okay gewesen in 12 Minuten, aber ja. Gut, von der linken Seite kann er nicht mehr kommen, ohne dass wir das sehen. Also hier haben wir zumindest ein bisschen Creep. Hier auf der Rampe hätte ich mir auch gewünscht, aber hier haben wir wenigstens auch ein paar Watchtower. Das heißt also, da sehen wir das auch dann. Also wichtig war schon, die Mitte zu creepen. Aber das wäre halt schön gewesen, wenn hier was gewesen wäre. Ja, gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat die Serie ein bisschen gefallen. Vielleicht machen wir weiter, wenn die nächsten Videos von Bonchwar rauskommen. Weiß ich noch nicht, aber ich denke, für Einsteiger von Bronze bis Gold ist das auf jeden Fall ein gutes Programm. Ganz wichtig wird halt, dass ihr euch im Nachgang mit den goldenen Regeln von Day 9 beschäftigt, also vor allem Drone Timing, konstantes Drohnen bauen, Geld unten halten, Minimap beobachten, scouten und so weiter und so weiter, keine Supply Blocks haben, also Occo Cycle ordentlich trainieren, Makro trainieren, Mechanics trainieren, aber das solltet ihr auf dem Neo MT auch gemacht haben, wenn ihr brav gewesen seid. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, bitte abonniert meinen Channel und bis demnächst.